Der Adi und ich, wir sind wieder angekommen. Wir gehen jetzt wieder an auf Dammhirsch. Voriges Jahr war beim Adi ja sehr erfolgreich, wie man auch im letzten Video gesehen hat. Es hat dem Adi so gefallen, dass er gesagt hat, okay, wir probieren es jetzt nochmal im heurigen Jahr. Schauen wir mal, wie es uns dabei geht. Das gewohnte Jagdhaus steht bereit für uns für die nächsten Tage. Wir hoffen auf eine schöne Jagd. Es ist der 20. Oktober 2021. Ich bin hier unterwegs zur Dammhirschprunft im schönen Ungarn. Die Prunft ist normalerweise sehr gut. Die Temperatur passt, es hat so um die 18 Grad. Wir werden sehen, was die nächsten Stunden bringen. Hier ist meine Blaser K95 Ultimate mit Leder im Kaliber 8.5-55. Ich werde sie auf Dammhirsche ausprobieren. Ich bin hier unterwegs auf Dammhirschprunft im schönen Jagdland Ungarn. Wir haben die zweite Birsch hinter uns. Die gestrige Abendbirsch brachte leider keinen Erfolg. Und bei der heutigen Morgenbirsch, das Wetter ist etwas zu warm, brachte leider auch keinen Erfolg. Wir hoffen auf etwas kühleres Wetter. Für die Prunft ist es leider momentan etwas zu warm. Ich führe hier auf dieser Dammhirschjagd die K95 Ultimate Leder. Das ist eine sehr leichte Waffe in Kombination mit Lochschaft ist die Waffe sehr führig. Das Handling ist sehr, sehr gut. Liebhaber von leichten, führigen Waffen werden von der K95 Ultimate sehr begeistert sein. So wie ich selbst sehr begeistert bin von dieser Waffe. Ich habe auch eine K95 Ausführung Holz. Das ist eine klassische, ebenfalls leichte, führige Waffe. K95 Ultimate ist der moderne Vertreter der Kipplaufbüchse. Das Kaliber ist 8.55, sehr leistungsstark, vom Reh bis hinauf zum schweren Prunftisch ist mit dieser Patrone alles möglich. Das Zielfernrohr, das ich montiert habe, ist das bewährte Swarovski 3,5 bis 28x50. Es ist eine sehr gute Kombination. Leichtes Gewicht, große Vergrößerung für weite Schüsse und natürlich auch für das Ansprechen bestens geeignet. Die Jagd. Der gibt diesen
bisherige Jagd brachte leider keinen Erfolg. Wir probieren jetzt wieder auf der Abendbirsch unser Glück. Langsam beginnt der Morgen, wir sind nun den dritten Tag unterwegs hier. Der Damm hier schrumpft. Leider rühren die Hirsche momentan nicht sehr gut, obwohl eigentlich eine absolut passende Zeit ist, es hat gleich geregnet. Ich habe soeben den Dammisch erlegt, dem wir nachgebirscht sind. Es war sehr, sehr interessant. Wir haben ihn im ersten Licht gesehen. Erlegt habe ich den Hirsch mit meiner K95 Ultimate. Sie hat gute Dienste geleistet. Und über mein bewährtes Dreibein. Die Schussentfernung war ca. 90 Meter, also nicht wirklich weit. Aber es war sehr, sehr spannend, da der Hirsch uns in den Wind bekommen hat. Und somit war es sehr fraglich, ob wir ihn überhaupt noch erlegen können. Wir werden in Kürze zum Anschuss gehen und den Hirsch begutachten. So, jetzt geht es zum Anschuss. Hier sieht man seinen Prumpfplatz. Sehr gut. Das war sicherlich der Platzhirsch hier. Hier liegt mein Dammhirsch 2021. Das ist ein guter Schaufler. Das ist ein Sebenschapper. Das ist ein Sebenschapper. Wie viel? Thanks, perfect shot. Very nice hand. Seb war das noch. Seb Pico. Schock der Ranger, huh? Ja, wir haben sehr viel Glück gehabt für diese Jagd heute. Es war wirklich spannend. In der Früh im ersten Licht haben wir den Hirsch gesehen. Dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis wir zum Schuss gekommen sind. Es ist ein sehr, sehr interessanter, abnormer Hirsch. Meine K95 Ultimate hat gute Dienste geleistet. Schandor hat perfekt Birsch geführt. Der Dammhirsch ist absolut abnorm. Ich wollte einen abnormen Dammhirsch schießen. Jetzt habe ich einen starken und abnormen Dammhirsch erlegen können. Es war wirklich sehr viel Glück, dass das heute noch gepasst hat. Wir sind am Ende unserer Jagdtage angekommen. Seid man's heil!